لا لا إلا الله. Il n'est d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هويتا برهاب النخ إلى أندرو برشونج الإسلام أنس ربوتا فم دويتشلاند إن شاء الله فرد هويتا إرد أنس إرزان وبرديزا وبرشونج. Wissenschaftlichen Wunder im Koran, das Empfinden der Schmerzen. Sura 4, Vers 56 im Koran. Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen werden, wir in einem Feuer brennen lassen. So oft ihre Häute dagegen gar sind, tauschen wir ihnen andere Häute dagegen ein, damit sie die Pein kosten. Koran, Sura 4, Vers 56. In einer anderen Sura, 47, Vers 15, und heißen Wasser zu trinken bekommen, das ihre Därme zerreißt. Koran, Sura 47, Vers 15. Geschichtliche Vorbemerkung. Vor der Zeit der wissenschaftlichen Entdeckungen herrschte der Glaube vor, dass jeder Ort im Körper Schmerzen empfinden kann. Keiner wusste auch etwas über die Nervenenden, die die Wirkung in Erregung und Schmerzenempfindung umwandelt, bis man entdeckt hat, dass die Nervenenden die bedeutendste Rolle dabei spielen und dass die Haut damit wichtigste Körperteil im Vorgang des Schmerzenspürens ist, denn sie hat die größte Zahl von Nervenenden. Dr. Head hat die Hautempfindung in zwei Gruppen klassifiziert. Erste, feine Empfindung, die zuständig für den Tastsinn ist und die verschiedene Temperaturgrade unterscheiden kann. Zweite ist Protoempfindung, die zuständig für den Schmerz und die hohe Temperatur ist. Jede Gruppe von denen funktioniert mit einigen Nervenzellen. Es gibt auch eine Art von Zellen, die die äußeren Einwirkungen auf den Körper entdecken und die man in vier Gruppen teilen kann. Erste ist Zellen, die von den Umweltwirkungen beeinflusst werden und nur für den Tastsinn zuständig sind. Diese Zellen umfassen die Meissners Korpuszellen und die Merkels Korpuszellen. Das zweite sind die Haarzellen und Ende des Haarwirbels. Das dritte ist Ruffens Zindler, zuständig für Wärmeempfindung. Vierte, Nervenenden, die die Wirkung in Schmerzempfindung und Erregung umwandeln. Der Haut ist der reichste Körperteil an diese Nervenenden. Die Wissenschaftler der Anatomie stellen fest, dass der Patient mit völlig verbrannter Haut die Schmerzen kaum spüren kann, denn die Nervenenden in der Haut zerstört werden. Im Gegensatz dazu gelten die Hautverbrennungen als Verbrennungen zweiten Grades, wo die Schmerzenempfindung wegen der Aufgeregtheit der bloßen Nervenenden am größten ist. Sie stellen auch fest, dass es im Inneren der Dünndärme keine Rezeptoren gibt, während diese sich in hoher Dichte im Gebiet zwischen dem Wandperitoneum und Außendarmbelag befinden, wo es auch eine große Zahl von Pacens Korpuszellen gibt. Die Größe des Wanderperiotoniums beträgt 20.400 Quadratmeter und gleicht damit derselben Größe der Außenhaut des Körpers darüber. Hinaus ähneln die Rezeptoren und die anderen Empfindungszellen in den Engeweiden denjenigen in der Haut. Wunderaspekte. Das erste, Gott weist darauf hin,
dass die Haut der eigentliche Ort des Schmerzenspürens ist, indem er im ersten Koranvers die Haut mit der Schmerzenempfindung verbindet. Gott macht es uns noch klar, dass die verbrannte Haut ihre Struktur sowie ihre Funktion verliert und dass die Person dabei den Strafschmerz nicht mehr spürt. Daher wird die verbrannte Haut durch eine neue mit vollständigem Aufbau und normaler Funktion ersetzt. In der Nervenenden ihrer natürliche Aufgabe bezüglich des Schmerzen- und Verbrennungsspürens übernehmen. Erst da kann der Ungläubige, der den Zeichen Gottes verleugnet hatte, den Verbrennungsschmerzen in der Hölle empfinden. Durch die moderne Wissenschaft wurde es bekannt, dass sich diese Nervenenden, die für die Schmerz- und Wärmeempfindung zuständig sind, nur in die Haut in hoher Dichte befinden. Niemand war vor der Erfindung des Mikroskops und der Fortschritt in der Anatomie in der Lage, diese wissenschaftliche Tatsache zu entdecken, die der Koran vor 14 Jahrhunderten zum Ausdruck brachte und die ein göttliches Wunder darstellt. Zweitens, im zweiten Vers droht der Koran den Ungläubigen mit heißem Wasser, das ihre Därme zerreißt. Damit werden sie deshalb bedroht, weil der Darm selbst gemäß der modernen wissenschaftlichen Entdeckungen nicht von der Wärme beeinflusst wird. Erst wenn sie zerrissen werden und dieses heiße Wasser zum Wandperiotoneum hinausgeht, das reich an Rezeptoren und Nervenenden ist. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان